Hans Meerstorm. Günther Willers. Und ihre Maschinen. 320 PS. Sie fahren Terminfracht in aller Herren Länder. Auf sie ist Verlass. Я не могу.
Tja, das wird er dann wohl sein. Bist du der Jörg Huber? Das ist vielleicht beschissen hier. Ich bin der Franz. Servus. Dann bist du der Willers. Genau. Günther, willst du da noch rein frühstücken? Oder können wir gleich loslegen? Meine Spesen sind schon über Weihnachten. Kommst du mit mir mit? Steig vorne ein. Zeige ich dir ein bisschen mehr von der beschissenen Gegend. Soll das gut sein für deine Krampfadern oder was? Du? Nichtraucher. Was? Ich bin Nichtraucher. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe mir mühsam das Rauchen abgewöhnt. Und die Leute, die das geschafft haben, sind die schlimmsten Nichtraucher. Militanter Nichtraucher, was? Ich hab's ehrlich nicht gern, wenn hier gequalmt wird. Hier. Versuch mal damit. Das darf ich doch, oder? Hör mal zu. Es war nicht meine Idee, dass du zu mir auf den Bock kommst. Das war die Idee von der Chefin. Ich kann auch allein weiterfahren. Wieso hat sie dir dann einen zweiten Fahrer mitgegeben? Der Opa da hinten fährt doch auch allein. Jetzt pass mal auf. Erstmal ist das kein Opa. Zweitens fahren wir alle allein. Und drittens soll ich dir die Strecke zeigen, damit du die nächste Tour auch allein fährst. Klar? Klar. Klar wie Kloßbrühe. Okay.
Aber es ist ein Verrückter. Was soll das heißen? 18 Stunden ohne Pause und jetzt kommt er nie nach Hause. Was? Hat doch mit der Fahrzeit nichts zu tun. Hier, Motorbremse hat er nicht benutzt. Oder einen zu hohen Gang gehabt, was weiß ich. Jetzt ist er eindeutig eingeschlafen. Jeder, der eingeschlafen ist, ist so lange gefahren. Das hat wohl was mit der Fahrzeit zu tun. Oder glaubst du vielleicht, die haben alle plötzlich die Schlafkrankheit bekommen? Sag mal, bist du zum Schlafen oder zum Fahren hergekommen? Wie du noch zu Hause in deinem Bettchen gelegen hast, da sind wir von der Grenze bis hierher in einem Rutsch durchgefahren. Weißt du, wie weit das ist? 19 Stunden. Bist du immer so empfindlich? Ich bin überhaupt nicht empfindlich. Jetzt darf ich mich nicht bequem hinsetzen, dann darf ich nicht rauchen und jetzt darf ich nicht meine eigene Meinung haben. Also mit solchen Meinungen kannst du mir gestohlen bleiben, weißt du das? Gestohlen? Ja! Typ, du. Der kann 100 Kilometer latschen, ehe den einer mitnimmt, hier am Arsch der Welt. Der hat doch wirklich eine Meise. Weißt du? Gibst du mal eben die Milch rüber? Okay. Du trinkst ja schwarz, ne? Immer. Und ich mit Milch und Zucker. Da bist du ja wieder. Das hab ich mir gedacht. Milch und Zucker. Der Zucker ist alle, den musst du dir alleine malen. Da vorne am Auspuff ist heißes Wasser. Das ist ein Komfort hier, wa? Stimmt. Hast du noch mehr davon? Gleich auf 180. Das möchte er gerne. Wieso möchte er gerne? Schafft er doch gar nicht mit seinem Kahn. Das schafft er höchstens 110. Nee, im Ernst, wir haben hier eine Terminfracht drauf, weißt du. Die muss bis zum 14. in Teheran sein. Und wir hatten schon eine Menge Trouble in den letzten Tagen. Einen Tag haben wir in Jugoslawien verloren. Und zwei Tage in Griechenland. Deutsche Vita, was? Nee, wir waren so ein bisschen im Gefängnis. Ah. Und wenn wir den Termin nicht schaffen, dann ist die Prämie flöten. Das sind immerhin 10.000 Mark. Für die Chefin? Nee, für ihn. Das ist sein Wagen, der Volvo. Was? Das ist sein Lastwagen? Ja, du Schnelldenker. Ah. Ist auch sein Eigenheimsparer. So ein My Car is My Castle-Typ. Der sich krummlegt, bis er tot hinterm Steuer zusammenfällt. Hast du was gegen Leute, die sich selbstständig machen wollen, ne? Wenn sie Geld haben, nee. Und wenn sie das Geld erst verdienen wollen, damit sie selbstständig sein können? Dann halte ich sie für verrückt. Es gibt Leute, die Geld haben. Und Leute, die Geld verdienen müssen. Und die, die es verdienen müssen, die werden nie Geld haben. Hm. Wart's ab. Er zum Beispiel, ne? Er kriegt seinen Lohn. 1.600 im Monat plus Spesen 2.000. Ja, Krankenkasse, Rentenversicherung und Weihnachtsgeld, alles extra.
Okay. Ich habe pro Umlauf 12.000 Mark in die Hand. Und bin selbstständig. Und zahlst 2.000 Mark Benzin, 1.000 Mark Straßengebühren und Zoll, 4.000 Mark Abnutzung und allgemeine Abschreibung. Dann wirst du 1.600 Mark, Spesen gar nicht gerechnet, Gehalt haben, genau wie ich. Und was ist dann? Dann zahlst du doch noch zu. Ich habe einen Gewinn von 1.400. Ja. Minus Versicherung, minus Rente, minus Weihnachtsgeld, minus alles. Dafür gehört nach 5 Jahren der Wagen mir. Ach ja. Weißt du ganz genau, dass in 5 Jahren der Wagen gar nicht mehr rollt. Der ist nach 3 Jahren abgefahren, spätestens nach 4. Da darf dir aber nichts passieren. Kein Unfall, keine Krankheit, keine größere Reparatur. Und nach 3 Jahren ist der Wagen alle. Und du zahlst die letzten Raten. Ah, du sagst mir jetzt. Du warst damals derjenige, der mir zum Geschäft geraten hat. Du wolltest doch unbedingt einen eigenen Wagen fahren. Ne? Sonst wärst du doch gar nicht mein Kompagnon geworden. Kompagnon. Jetzt hört mal zu. Der da vorne, der seinen Wagen in Kram gesetzt hat, das war sicher auch so ein Häusersparer. Der ist so lange gefahren, bis er kaputt war. Erst eine kaputte Gesundheit, dann ein kaputter Traum vom eigenen Geschäft, dann selbst kaputt. Was du nicht alles weißt. Ich bin eben ein Hellseher. Ich bin mal sehr gespannt auf dich. Wenn ich fahren soll, sag's. Nachher kannst du im Wagen bleiben. Ich suche mir eine Matratze. Einmal die Beine ausstrecken. Ich dachte, du brauchst keinen Schlaf. Falsch gedacht. Fünf Uhr, Franz. Ja, aufstehen, 5 Uhr. Aufstehen. Los, 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 los. Es geht weiter. Herr Beifahrer. Ja. Ja, sag mal. So ein Schwein hier. Drecksau. Du, Franz? Ja? Hast du den Jörg gesehen? Nee, warum?
Der ist weg. Was? Der ist weg. Ich hab mich zur selben Zeit hingelegt wie der. Ich hab geschlafen wie eine Ratte. Jetzt sind wir anscheinend los. Hat er irgendwas mitgenommen? Nee. Hat sogar seine Tasche da gelassen. Eine leere Flasche und die Kippen für zwei. Ist doch nicht so schlimm, oder? Ich möchte dich mal sehen, wenn das in deiner Kabine passiert wäre. Das ist wieder eine andere Sache. Ich hab's nicht mehr rechtzeitig geschafft. Ich hab schon gedacht, ich werde dich los. Nee, war nur eine kleine Verabredung. Was ist hier los? Ich hatte mir denn die Schafe hier unter den Wagen jagen? Ich spinne. Ach Mensch, dann verkauf doch deine Viecher, statt sie hier rüber zu scheuchen. Was will er denn? Na, Geld will er sicher, ist doch klar. Πέντε χιλιάδες το ένα! 5.000! Ναι, 5.000 το ένα! Τα δύο, 10.000! Kommt gar nicht in Frage! Okay, gut, gut, dann holen wir die Polizei! Dann holen wir die Polizei, dann werden wir sehen! Dann werden wir sehen, wie viel das ist! Έλα, έλα, έλα! Wenn er nur 5.000 genommen hätte, würde ich ja nichts sagen. Ich meine 5.000 insgesamt. So viel kosten zwei Schafe bei uns umgerechnet auch. Ach, dann würdest du nichts sagen. Na ja, sieh mal. Das sind doch unheimlich arme Schweine hier. Die haben doch nichts zu beißen. Und der Trick mit dem Schuss und die Schafe davor jagen, der ist schon stark. Ich glaube, du hast sie nicht mehr alle. Die klauen uns in einem Überfall mit einem ungeheuren Trick all unser Geld. Und da spielst du den Sozialapostel. Weißt du überhaupt, was das heißt? Wenn mein Geld futsch ist, ahnst du das überhaupt? Wir kriegen nichts mehr zu fressen. Und was noch schlimmer ist, wir haben kein Geld mehr für Sprit. Wir sitzen fest und kommen nicht weiter. Wir sind im Eimer. Das bedeutet das. Was willst du jetzt machen? Ich gehe zur Polizei. Und was versprichst du dir davon? Die sollen mir die Gangster mit diesem Schäfertrick auftreiben. Daran glaubst du doch wohl selber nicht. Ja, kannst du mir sagen, wie ich sonst an meinen Moos kommen soll? Ohne Geld sitzen wir fest. Meerstonk? Am Meerstonk. Der fährt mit dem Bleifuß auf dem Gas, er klotzt durch bis zur Fähre. Zur Fähre kommen wir auch ohne Opa. Zu Fuß oder wie?
Nee, ich muss hier irgendwie Geld auftreiben. Wenn du hier lange rummachst, dann bist du die Prämie für die Terminfracht los. Du hast es mal wieder erfasst, Schlaukopf. So klar. Ohne Prämie komme ich mit den Raten ins Schleudern. Dann gehört bald der ganze Wagen der Bank. Und meine bisher eingezahlten 20.000 auch. Pläng. Günther. Ja. Was denn? Ich denke, du hast kein Geld mehr. Ich habe letzte Nacht ein kleines Geschäft gemacht. Deine Jacke, hä? Zum Weiterkommen brauchen wir leider ein bisschen mehr. Trotzdem. Καφεδάκι, καφεδάκι. Τρεις καφέδες, σε παρακαλώ. Λοιπόν, σας ακούω και. Gut, wir fahren Camion auf der Strecke. Eine Herde, Schafe, viele. Nee! Ja. Ja, δεν καταλαβαίνω, αλλά τέλος πάντων. Auf einmal ein Schuss. Peng. Zwei Schafe unter den Camion. Tot. Zwei. Nee, zwei. Ne? Wir bezahlen Geld und auf einmal ein Gangster. Ein zweiter Gangster mit einem Gewehr. Μισό λεπτό. Να φωνάξω ένα κύριο, μήπως καταφέρουμε και τα βρούμε. Der versteht kein Wort. Ach, das merkst du auch schon. Mann, Mann. Αυτή είναι η κύριε. Guten Tag. Dortmund. Ich Deutschland arbeite. Deutschland gut. Prima. Beste da. Also, wir sind überfallen worden, hatten einen Überfall. 20 Kilometer von hier. Πρέπει να τους πάμε στο δάσκαλο. Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Ίσως αυτός μας δώσει να τους δώσει να καταλάβουν. Wir sind doch auch kein Wort. Mensch, komm, wir hauen hier doch ab. Das bringt doch nichts. Ich will nicht mehr so. Mag ich auch. Θα πάει στους κυρίους να τους πάει στο δάσκαλο γιατί δεν καταλαβαίνουμε. Schule. Θα σου εξηγήσω. Schule. Έτσι, εντάξει. Was ist das für eine Schule? Der Lehrer versteht vielleicht Deutsch. Gut. Effa ist da. Andi. Glaubst du, das bringt was? Aber weißt du was Besseres? Überleg doch. Ach, lass mich in Ruhe. Oder hilfst du mir aus der Scheiße, wenn du kannst? Ich geh zum Wagen. Και πότε με την κούκλα της, τη δίνει και τη στολίζει. Όταν τη βάζει να κοιμηθεί, την ανορίζει και λέει «Νάνι, νάνι, το κουκλί μου, νάνι, νάνι, το μωρό μου». Βαγγελίτσα, ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Guten Tag, Sie sprechen Deutsch, ja. Γερμανικά. Όχι, γερμανικά, δεν μιλάω γερμανικά. Ach, Sie sprechen gar nicht. Ja, was, Sie haben hier... Ah, do you speak English? English? Yes. Auch kein Englisch, wäre wahnsinnig. Lichtmaschine. Nee. Da. Dynamo. Ah, Dynamo. Ah. Ich verkaufen. In DAX. In DAX, okay. Ja. Hier kamen Schafe rüber. Schafe? Ja, viele. Schafe. Viele. Schafe. Und davon waren zwei tot. Mäh! Je regrette, mais tout le monde dans ce village voudrait vous aider, mais vous comprenez, je ne parle pas l'allemand. Ja, wie soll das auch? Danke. Wiedersehen. Ja, adieu. Gut, hä? Gut. Dankeschön. Na, Erfolg gehabt? Nein. Gar nichts, was?
Kannst du Französisch? Nee. Brauche ich auch nicht. Aber der Lehrer kann perfekt Französisch. Aber du nicht. Nee. Ende der Fahnenstange. Stopp! Lass doch, mach mal voll. Womit willst du das bezahlen? Das lass mal meine Sorge sein. Voll. Hast du noch eine Jacke verkauft, oder? Los. Lichtmaschine. Durchgebrannt. Weiß ich nicht. Arbeitet nicht mehr. Was für ein Mist. Geht doch alles noch auf Garantie, oder? Na klar, krieg hier mal eine Lichtmaschine. Na. Die Nacht wird die Batterie ja wohl noch halten. Da stand Licht wenigstens. Komm, halt da vorne mal an. Nachsehen. Ich dachte, sie hält länger. Du hast meine Lichtmaschine? Wir haben immerhin 5000 Eier dafür gekriegt. Damit kommen wir bis zur Fähre. Hast du die Lichtmaschine aus meinem Auto verkauft? Wie hätten wir denn an Geld kommen sollen? Du hast ja bei der Polizei auch nichts erreicht. Und der Lehrer... Ich hab dich was gefragt. Ja, mein Gott, noch mal. Sag das nochmal. Ja, ich habe deine Lichtmaschine verkauft. Los, steig endlich ein. Weiterfahren. Sprit haben wir ja jetzt genug, hä? Lenkung? Im Eimer. Jetzt geht's nur im Kriechgang weiter. Έχει στραβώσει. Πρέπει να το φτιάξουμε.
kostet mich nochmal 2000. Wenn wir was verkaufen, Reserverad oder Klamotten. Was sollen die mit unserem Zeug anfangen? Außerdem wird das nie reichen. Was willst du denn jetzt machen? Ich verkaufe die Maschine. Du spinnst doch. Du kannst doch deine Maschine nicht verkaufen. Doch. Ich mache jetzt Nägel mit Köpfen. Ja, aber... Besser durch die Hölle gelaufen als gekrochen, ne? Wenn ich heute nicht weiterkomme, kann ich den ganzen Job hier vergessen. Außerdem... Was ich mir einmal vorgenommen habe, das bringe ich auch zu Ende. Wie viel hat er dir dafür gegeben? 35.000. Das sind ja umgerechnet DM 2000. Genau. Naja, damit kommen wir bis Teheran. Und zurück. Wie viel frisst er? 15 Liter. Auf 300. Großmart.
Grüß dich. Kannst du uns Öl verkaufen? Sorry. I need oil, 20 Liter. Oh, then you have to buy some. But you can't buy any oil in these villages. They have no oil. Right, why should I give you my oil? Okay, 10 Liter. Huh? I'm sorry. You should try it next gas station about 20 miles. Oh, shit, leg me here, man. Hast was gegen Qualm? In jeder Form, hä? Ich hätte die Maschine nicht verkauft. Dann wärst du da unten stehen geblieben, oder was? Zerreiß sie nicht! Soll ich deine? Ist aus. Da wäre ich nie drauf gekommen. Und nun? Ende. Musst du die Rate weiterbezahlen, wenn der Wagen kaputt ist? Was glaubst du denn? Aber wenn es den Wagen gar nicht mehr gibt? Wie nicht mehr gibt? Versicherung zahlt nur bei Diebstahl, Brand, Totalschaden. Und die Bank will ihre Raten so oder so. Die Prämie bist du auch los. Komm, hör auf. Frag mich nicht dauernd Sachen, die du schon längst weißt. Hier, Vorspeise, Bohnensuppe, brutal. Komm, iss, ich koch nicht für die Geier. Ich weiß nicht, aber vielleicht... Fleischgang gibt's Ravioli. Ich hab mal einen Typ gekannt, der hat nicht geglaubt, dass da Fleisch drin ist. Hat jede Ravioli aufgeschnitten und nachgesehen. Und zum Nachtisch? Einen Magenbitter. Auch den können wir auch zwischendrin nehmen. Ich hab sie nicht angesteckt.
Grüß dich. Ich dachte schon, ihr kommt gar nicht mehr. Wie sieht ihr denn aus? Wo ist der Wagen? Alambaka. Wo? Ja. Holländer hat uns mitgenommen. Meine Zugmaschine ist abgebrannt. Ist abgebrannt? Ja. Die Zugmaschine. Und die Ladung? Die nicht. Auflieger haben wir abgehängt. Ach so, und dann ist die Zugmaschine erst abgebrannt. Verstehe. Hier ist alles okay, du kannst jetzt drauf fahren. Okay. Was ist mit denen los? Denen ist der Wagen abgebrannt, die hatten einen Kabelbrand. Das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht? Und ob's das gibt? Das ist passiert auf dem langen Stück bei Kalambaka. Kennst du es? 6 Kilometer lang. Bergab. Da kriegst du den Wagen kaum zum Stehen. Da steig du mal aus und hol den Feuerlöscher raus. Naja, als er dann endlich stand, hat er auch schon gebrannt. Der ganze Wagen ist hin? Die Auflieger haben wir noch abgehängt. Wie hängst du den Auflieger ab, wenn der Schlepper brennt? Gut, das ist ganz einfach. Den hängst du genauso ab, wie wenn er nicht brennt. Siehst du? Ich hab nur an die Ladung gedacht. Weißt du? Ich sag doch, die schleppen wir jetzt rein mit deiner Maschine. Bin doch schon dabei. Ja, mich geht's ja nichts an. Hauptsache andere Leute glauben euch das. Seht nur zu, dass der Hänger bis 7 Uhr hier ist, sonst kommt er nicht mehr mit drauf. Na ja. Bei so einem Kabelbrand hat man immer noch genug Zeit. Warum hast du den angesteckt? Ich hab den nicht angesteckt. So, die Geschichte mit dem Kabelbrand war doch eine Erfindung von mir. Wie war's denn nun wirklich? Wer war's? Warum denn nun aber, in drei Teufelsnamen, hä? Weil ich kein Geld mehr hatte, die Maschine war sauer, Lichtmaschine, ach alles. Ich wollte mir helfen. Ich habe ihn nicht angesteckt. Nee? Denn wenn ich ihn angesteckt habe, zahlt seine Versicherung. Verstehe. So zahlt er aber jetzt. Du, sag mal, warum machst du das überhaupt für mich? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich habe doch nur die Lichtmaschine ausgebaut. Willers und Meerstonk haben es geschafft. Die Fähre wird ihre Fracht nach Syrien bringen. Von dort können persische Zugmaschinen ihre Auflieger termingerecht nach Teheran fahren. Sie selbst müssen neue Fracht suchen, sich neuen Aufgaben stellen.